Moin Leute, ich bin der Steffen, kommt zu einem neuen Video im Kanal und heute zu einer weiteren Folge der Kurztipp-Serie. Heute soll es um den Panzer gehen, und zwar das LMG versus das HMG. Die Kanisterschelle fällt weg. Die Kanisterschelle fällt einfach weg, weil man kann mit ihr nicht direkt nach dem Schuss der Hauptwaffe schießen. Und das ist halt mein Ziel, direkt danach zu schießen. Die Guided Shell nämlich auch nicht, weil sie halt auf ein ganz anderes Ziel ausgerichtet ist. Die Guided Shell ist ja halt auf Fahrzeuge ausgelegt und das LMG, das HMG halt ja, hauptsächlich auf Infanterie, kann man auch gegen Fahrzeuge nutzen. Und deshalb werde ich jetzt diese beiden mal besprechen, da diese sich ja schon klar unterscheiden und manche gar nicht so genau wissen, was ist denn jetzt besser. So, wir werden jetzt die Punkte der beiden Waffen jetzt vergleichen. Und zwar habe ich links und rechts immer die Stats. Links ist halt das LMG und rechts ist das HMG. Und das größere oder kleiner Zeichen heißt jetzt hier nicht, welcher Wert ist höher, sondern welcher Wert ist besser. Und wir fangen halt erstmal an mit dem Cooldown. Der ist beim LMG, da ist er vorhanden. Nach 4 Sekunden Dauerfeuer ist halt die Waffe überhitzt und braucht 3 Sekunden, um wieder funktionstüchtig zu sein. Das HMG dagegen hat gar keinen Cooldown. Da kann man dauerhaft drücken, also man kann dauerhaft Feuer machen, die wird niemals halt überhitzen. Nächster Punkt ist die Feuerrate. Bei einem LMG ist es 750 Kugeln pro Minute und bei einem HMG 250 Kugeln pro Minute, also nur ein Drittel so hoch. Doch wenn wir jetzt mal zum Schaden kommen, ist es dann wieder doch sehr interessant, weil der Schaden des LMGs ist 20 bis 15,6. Das ist dann nicht mehr ganz so doll. Das heißt, im Nahkampf 5 Treffer zum Kill und auf Entfernung halt maximal 7. In die Brust sollte man erwähnen, Kopf und Bein und alles ist ja wieder ein anderer Wert. Und das HMG hat im Nahkampf 50 Schaden und auf Entfernung 37. Also 2 Treffer im Nahkampf und 3 auf Entfernung. Dazu nehmen wir jetzt auch den Drop-Off-Start, und zwar der ist beim LMG schon bei 8 Metern, also ab 8 Metern fängt der Schaden an zu fallen und bei den HMG erst ab 20 Metern. Also wir haben halt, im HMG machen wir einfach viel mehr Schaden, auch auf etwas höheren Distanzen. Also wir machen wesentlich mehr Schaden und brauchen auch wesentlich weniger Treffer. Dazu kann das HMG auch noch leichte Fahrzeuge und auch Luftfahrzeuge beschädigen. Nun kommen wir jetzt mal zu den interessanten Werten, weil wir nämlich den Schaden und die Feuerrate zusammenziehen, kommen wir ja zur Time to Kill. So, beim LMG ist es im Nahkampf, wenn wir halt 5 Treffer brauchen, 0,32 Sekunden. Und beim HMG 0,24 Sekunden. Das heißt, das HMG killt im Nahkampf schneller. Auf Entfernung ist der Wert bei beiden Waffen gleich. Bei der LMG halt mit 7 Kugeln brauchen wir 0,48 Sekunden. Das HMG mit 3 Kugeln 0,48 Sekunden ebenfalls. Da ist der Wert dann gleich, aber im Nahkampf killt halt das HMG etwas schneller. Nun ziehen wir mal den Punkt der Streuung mit hinzu. Dazu gibt es keine genauen Stats und im Nahkampf nehmen sich diese beiden Waffen auch nicht viel. Da merkt man eigentlich keinen wirklichen Unterschied im Bereich Streuung. Auf Distanz aber schon. Das ist HMG wirklich wesentlich präziser. Und vor allem, wenn man das, ja, diese Waffe wie eine Pistole schießt, das heißt jeden Klick einzeln auf die Maustaste, hat die keine Streuung. Dann schießt sie wirklich wie so ein Laser ganz gerade durch. Und das ist dann dort auf Entfernung, ist das Ding wesentlich besser. Im Nahkampf sieht das da vielleicht aber auch anders aus, weil wir haben auch ein bisschen diese Kugelgeschwindigkeit, kann man sagen. Und es ist für einen Anfänger, müsste es einfacher sein, Bodensoldaten, Fußsoldaten, mit dem LMG zu treffen. Weil man muss nicht so weit vorhalten, man hat mehr Kugeln und die treffen dann in dem Sinne doch etwas leichter als mit dem HMG. Das ist teilweise etwas kompliziert, bewegende Ziele zu treffen. Klar, für einen, der auf das HMG eingeübt ist, für den ist es kein Ding. Aber ich spreche jetzt wirklich für Leute, vielleicht auch für Leute wie mir, die nur so ab und zu mal den Panzer fahren. Die nicht halt jeden Tag, die sind auf diese Waffen nicht unbedingt eingeübt und die hätten Probleme, bewegende Ziele damit zu treffen. Wenn ich aber des Öfteren Panzer fahre, kann ich auch gerne mal zum HMG greifen, weil es hat halt die bessere Time to Kill, wäre auf Distanz halt besser und wenn ich dann eingeübt bin, treffe ich auch bewegende Ziele sehr gut. Aber halt für die, die das nicht so haben, da ist halt das bisschen das Problem mit den ja, Treffen wegen der Ziele. Und mit dem HMG haben wir halt noch den Vorteil, dass wir noch leichte Fahrzeuge beschädigen könnten auf Luftfahrzeuge. Und ich sage euch, das ist gar nicht so unhilfreich, wie ihr denkt. Das kann auf jeden Fall einen schon mal gut den Arsch retten. Also letztendlich sage ich, wenn ihr so ab und zu mal Panzer fährt so, oder viel Infanteriekampf habt, dann könnt ihr auch vielleicht mal zum LMG greifen. Aber wenn ihr wirklich was reißen wollt, länger ein bisschen spielt, da ist das HMG wirklich schon nicht schlecht, weil ihr halt noch ein paar mehr Vorteile habt. Ihr macht in kürzerer Zeit, könnt ihr einen Gegner töten, könnt noch extra Fahrzeuge beschädigen. Da hat das Ding schon seinen Vorteil. Na gut, hoffentlich hat es euch gefallen. Seht sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.